Ja, der Alarmierungsgrund war ein Brand eines Bootsschuppens. Der brannte bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung. Und weitere Bootsschuppen waren gefährdet, dass dort das Feuer übergreift. Ja, wir haben an der Müritz ja schon mehrere Bootsschuppenbrände gehabt, aber jeder Bootsschuppenbrand ist anders. Das Szenario, was hier war verheerend, da die Zuwegung zum Bootsschuppen doch relativ schwer war und nicht mit den Fahrzeugen bzw. mit dem Personal schlecht zu erreichen war. Die Schwierigkeit ist die Anfahrt dorthin zum Bootsschuppen. Wir mussten das alles per Hand zum Bootsschuppen tragen, lange Löschwasser versorgen, obwohl wir am Wasser sind, wir nicht mit den großen Fahrzeugen dort rankommen. Der Bootsschuppen ist komplett abgebrannt. Ob jetzt ein Boot noch im Bootsschuppen drin war, das kann ich leider nicht bestätigen. Das wird nach den Aufräumarbeiten sich erst zeigen. Ja, ansonsten ist dort über des Bootsbereiches eine Wohnung drin gewesen. Die ist ebenfalls total zerstört.